Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Let's Play Transport Fever hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Ich bin Cedric Elsus und heiße euch herzlich willkommen. So, wir tun ja mal ein bisschen weiter rausgehen. Machen am besten mal das Bild, zack. Das können wir jetzt hier wieder wegmachen. Haben wir jetzt den Linienmanager auf. Ich mal hier hin und hier mach gleich mal ein paar mehr auf. Zack. Ja, machen wir am besten so hier. Oh, was Neues, Abteilwagen. Oh, neue Abteilwagen. Kommt ja sehr zeitig. Muss ich ehrlich zugeben. 500. Nochmal 400. 300. Mal 300. Dann 200. Dahin. Na komm. Ich muss nach. Ah, hier hoch. Ja, jetzt hat das geschnallt. 201 habe ich. Dann Althausen. Drei Routen. Und die erste. Können wir das Ding ja zumachen? Haben wir ja alle Linien, haben wir was zu tun. Aber die können wir ja eigentlich so lassen. Aber die können wir so lassen. Die können wir so lassen. So, die muss jetzt umgeändert werden. Genau. Zack. Die 1, 3. 1. Und die 1, 3, 2. 1, 3, 2. Dann die 141 und die 142. Machen wir hier weiter. Oh. Nee, das war nicht der Plan. Die 5 war das. Ich lasse das Fenster trotzdem mal auf. Zack, 151. Emmershausen kriegt die 161. Die kriegen ja die 171. Elsdorf. Ja, so kommt die 181. Jetzt haben wir das erstmal hier sortiert. Finde ich doch schon mal besser. Viel besser auf jeden Fall. Das können wir ja weitermachen hier. Putze haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal beliefert und die freuen sich auch schon wie die Karnickel, dass sie ja endlich was haben, wo sie rumfahren können. So, da können wir uns ja schon mal Gedanken machen, wie wir irgendwie eine Bahnstrecke verlegen, wo lang am besten,
Weil hier so durch finde ich jetzt ein bisschen bergig. Nach Emmershausen in die Richtung. Oder wir gehen einfach hier so drüber nach Beltheim. Ne? Das ist die einfachste Lösung. Genau. Passt auf. Aufrüsten. 2. Zack. Genau. Dann können wir dann hier rüber gehen. Da drüben erstmal einen Bahnhof hin, am besten. Dann können wir dann gleich Elsdorf dort mit anschließen. An Beltheim. Oder fügt man das damit hinzu? Können wir auch machen. Und das geht dann hier rüber. Über so einen Pass nach Stahnsdorf und von hier drüben dann nach Schwanmühle. Und von hier geht's dann auch hier hinter nach Kattelhof. Irgendwann mal in später, entfernter Zukunft. Elsdorf ist so ein kleines Örtchen. Ein winziges Örtchen, kann man schon sagen. Ja, mal gucken hier. Geh noch mal ganz kurz ein kleines Stückchen nach ran und wieder so. Weil ein Kopfbahnhof würde hier wirklich super passen irgendwie. Ne? Aber so mitten rein wenn dann hier, ne? So mitten rein. So, ich baue dann erstmal. Ich muss das noch mit der Straße verbinden. Aber das kann ja nicht so schwierig werden. Genau, wir möchten nur ein Gebäude verschwenden. So. Und wir brauchen dann hier drüben noch einen Bahnhof. Es wird garantiert kein Kopfbahnhof werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Hier drüben haben wir gesagt. Also da müssen wir den Zipfel hier mal wegnehmen. Können wir den Bahnhof hier reinstellen. Hier, zack. Ich mach das gleich mal so. Und zack. Ich glaube, die haben Connection. Haben auf jeden Fall Connection. So, das müssen wir aufrüsten auf 2 Gleise. Ja. Und ich gehe jetzt erstmal hoch. Dahinter. Ja, geht's nicht. Okay. Noch ist es noch tolerabel. Jetzt wird's nicht mehr tolerabel. Wenn wir unten gehen. Das Billigste kann mal ganz teuer werden. Das letzte Stück tun wir nochmal abreißen. Das gefällt mir nicht ganz so. Ah, das schaut doch schon besser aus. Zack. Und zack. Und zack. Gehen wir hinten. Das ist ein wunderschöner Ort.
Wir haben jetzt auch mal falsch rangebaut, ist auch gut. Kann man ja mal machen. So, hier. Yeah. Machen wir einfach so. Machen wir einfach so. Stört doch niemanden. Das stört doch niemanden. Zack, zack, zack. Hauptsache, das ist eine gute, ausgebaute Strecke. Zack. So, das können wir jetzt auch mal wegmachen. Naja. Was hindert mich daran, den da zu machen? Später zu sagen, machen wir mal ein Kreuz hin. Na, aber da. Ja, super. So. Schöne Landschaftsstrecke hier. So. So. Und so. Und dann ja hoch. Genau. Haben wir jetzt schon mal hier den Anschluss. Und hier unten kommt auch wieder so eine Kreuzdingens rein. Das klappt doch jetzt wie am Schnürchen. Weil nach hier hinten, warte mal, zack, 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 genau, da hinten ist Elsdorf, also dahin einfach so und dann hier rum. Okay, das ist doch ein schönes Bauprojekt und das werden wir dann nächste Folge angehen. Bis dahin, ciao!